So, ja, also herzlich willkommen hier bei Biomutant. So, Manny 66, so, ja, angezockt. Ja, cooles Spiel mit so einem Waschbär, Fuchs, Mörder, Marder, Hund, Waschbär, Eiseneim halt, Eichhörnchen, was drum halt ist. Ja, auf jeden Fall sieht lustig aus, so cool, so ein Jump'n'Run, so was. Mit Slasher-Elementen, naja, erstmal Video halt. Wie kann etwas so Wunderschönes sterben? Eine Plage vernichtet das Land, aber der Baum des Lebens steht noch. Fragt sich nur, wie lange noch? Das Enten, sie brauchen jemanden, der stark genug ist, sie zu einen oder alle zu unterwerfen. Dies ist eine Willkommen bei Biomutant! Biomutant, cool. So. So, ja, so, nee, ist hier der Anfang halt. So, doch noch ein Video. Hüpf, hüpf, hüpf. Ich krieg dich nicht, aber ich krieg dich doch. Hüpf, hüpf. Zack, zack. Das ist ein Super Ninja, klein Pör. Da hier, boah, Piraten, Marder, Wenn deine Fuchs, DNA. Werwolf. Hund, Dachs, Büffel, alles in einem. So, da kann man schon hier ein paar Sachen aussuchen, wie die aussehen sollen und so weiter. Die Klassen aussuchen, hat man auch gerade gesehen, hat der mehr Stärke, mehr Ausdauer und so ein Kram halt. Kennt man ja sowas. So, auf jeden Fall aus PS Plus. Gratis-Spiel für Dezember 2022, PlayStation 4. So, das haben wir ganz abgesehen. So. Ganz cool, vor allem Doppelsprung. Yeah, cool, mehr. So. Ja, dann komme ich hier. Eidechsen, Ratten, oder was? Naja. Auf jeden Fall kann man die mit einem Schwert kaputt schlagen und der hat noch andere Waffen, Schusswaffen und so weiter, da hoch. Ja, Lara Croft ist hier. Ja. Nagertier. Naja. Alles klar. Jetzt sieht ein bisschen aus wie Yoda. Naja, so Spaß beiseite. Ja, auf jeden Fall packt man jetzt erstmal ein paar Gegner kaputt. Und dann muss man halt von A nach B laufen. Grafik sieht so ganz okay aus. Wahrscheinlich jetzt hier im YouTube-Video nicht. Weiß nicht. Trophäen her. Joa, ich schätze mal, wenn man durchgepackt hat, hat man auf jeden Fall so 30% mindestens. Und wird wohl ein paar Stunden dauern. 5, 6, 7, denke ich mir mal. Ich habe jetzt nur erstmal hier der erste Level jetzt nur mal gemacht. Also hier im Video zeige ich mehrere Stellen. Halt hier. Da kommen noch Rätsel, kommen auch noch. Also schwer sind die nicht. Oder jetzt am Anfang nicht. Ja, okay. Wahrscheinlich finde ich später noch schwerer. Endgegner kommt auch noch und so was. Was war vom Zusatzteil? Okay. So, war das erste Mal, was ich gespielt habe. Deswegen weiß ich da nicht so ganz genau alles, was ich da so drüber weiß oder gemacht habe. So, eine Karte gibt es auch. So, erste Trophäe ist hier, wenn man den Bunker hier verlässt. Hat doch, glaube ich, hier am Ende noch ein Video auch gepackt. Da war wenig bei 90%, die anderen sind so bei 30% oder dann fängt schon an 0,6% und so weiter, 3% Trophäen, 6% Trophäen, naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hierbei ist noch das Einfachste.
sage ich mal. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Doppelsprung und so weiter. Man kann schießen, man kann schlagen, rumlaufen, rumhamstern. Hamster habe ich schon vergessen. So, dann kommen hier so gummige. Weiß ich nicht. Da drüben bist du eigentlich noch ein normaler. Wo ist das schon Enki oder ein normaler Gegner noch? Na, ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall ein kräftigerer Gegner. Naja, was soll's. So, Yoda in Action. Ab, ja. Hamsterlauf. Cool. So. Cool. So, vielleicht müssen wir, glaube ich, schon noch einen Rest oder sowas sehen. Wie gesagt, ich habe ein paar Videos hier so zusammen gemacht. War aber trotzdem eigentlich alles nur der erste Level. Ganz am Ende sieht man dann, wie ich im zweiten Level bin oder so. Und hier ist alles noch vom ersten Level. Halt mehrere, ja, Abschnitte halt. Wo ich mir gedacht habe, so, die muss man sehen. Sonst hat der erste Level natürlich länger gedauert als 9 Minuten. Kann ich mir vorstellen. So, hier, da ist noch recht einfach gemacht, die Rätsel. Solange sie auch so bleiben, wäre doch cool. Aber wahrscheinlich machen sie es nicht, naja. Der Rollende ist zahlenmäßig unterlegen. So, hier, ja, verschiedene Gegner, vor allem, ja, doch, den da muss man retten, wollte ich gerade sagen, hey, wir auch ein Gegner. Na, kann ja mal sein, dass sich gegenseitig kloppen. Hier den Mongo, verrückter Mongo muss ich ja beschützen, ey, halt. Junge, der kotzt da vor, der Junge. Das nenne ich eine Fleischwunde. Der Kühlergrill vom Jungen muss ich retten, Junge. So. Erstmal alles zusammen slashen. Da, was erhalten kann man auch. Ja, ich kann so benutzt, aber. Okay. Ja, Plünderer. Okay. Die werden auch geplündert. Der ist in der Tod, Junge. Da. Schlag's tot, Da. Cool. So. Zack, zack, zack. Auf. Na gut, irgendwann werden die Kämpfe wahrscheinlich ein bisschen eintönig sein. Obwohl doch, man kann ja schießen. Naja, so Spezialaktionen und so weiter sollte auch noch geben. Finishing Moves oder so was ganz komisches. Keine Ahnung, so sah man gerade aus. Ja, die Face. In your face. Naja. Deswegen wird es doch wohl gut abwechslungsreich sein. Okay. Weil letztendlich, wenn man nur am Rumschlagen ist, die Gegner und so weiter, wird es doch eintönig. Aber naja, dafür kann man zu viele Sachen dann noch machen. Wie gesagt, wie es erste Level ist, ja klar, dass man nicht zu viel halt noch zeigen kann. So, hier war jetzt hier das zweite Level oder was? Da anfangen. Oh, kann ich jetzt sogar nicht Gegner, weiß ich gar nicht mehr. Na, da war das wohl eben. Dann war es doch eben ein Endgegner. Der eine mit Energieanzeigen. Na egal, also jetzt sieht man hier so ein Elvis Presley-Klon. Da kann man mit irgendwelchen Leuten. Der ist ja wohl mega, der taufrisch, ja, ich lösche auch. Ja, tja. Kann man mit denen irgendwas reden? Keine Ahnung, ob das den Spielverlauf verändert, aber ich schätze mal schon, wäre das sinnlos. Ja. Tja. Beutelratte, ja, was ist das da? Ist das mein Hamsterratte oder was? Mikrohamsterratte. Ja. Ja. Ja, und so sieht halt der zweite Level aus. Und ja, da hat schon auch dann erstmal aufgegeben. War erstmal lang genug für die erste Level. Über eine halbe Stunde so gebraucht, locker. Ein paar Mal auch kaputt gegangen. Aber ganz so interessant, deswegen 1000 Doppelsprünge jetzt. So, und jetzt sieht man hier die ganzen Namen von den Entwicklern. Also quasi, jetzt fängt das Spiel jetzt richtig an. Das war eben nur Tutorial quasi. Also ich finde cool. So, ich lasse auch noch auf der Festplatte noch drauf. So, was hat das Spiel gehabt? 11 GB oder so, glaube ich. Uhr 17, 11 Uhr 7, 17. Egal, trotzdem cooles Spiel, Daumen hoch, auch wenn es dir gefallen will, dann abonnieren, das war's hiermit. So, ja, Spiel starten wir mal wohl weiter die Tage. So, sag ich mal, ja, euch noch einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal, tschüssi, bis dann.